Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Balthasar Gels Kampagne. So. Ja, wir müssen die Runde beenden. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, auf meine Mod-Kollektion. Dort könnt ihr euch auch mal umschauen, falls ihr was Brauchbares findet. Der Link dazu ist unten verlinkt. Also, nächsten Ziele sind dann wahrscheinlich die Untoten. Ich stehe ja schon vor ihnen. Und Vlads Armee hat hier gerade 15 Regimenter, das heißt, wir sind ihnen da etwas überlegen. Allerdings hat er hier auch ein wenig Garnison. Wir werden ihm, denke ich mal, jetzt auch gleich den Krieg erklären und seine Heldin Isabella, die hat sich ihm zum Glück gerade nicht angeschlossen. Ja, was sehr positiv für uns ist. Denn beide zusammen kriegen ja Boni, wenn sie auf dem Feld sind. Und das wäre für uns natürlich nicht gerade vom Vorteil, wenn wir das Moodland zurückerobern wollen und damit die Halblinge retten wollen. Ja, die Halblinge. Halblinge in der Warhammer-Welt sind sehr gute Köche. Sie leben meist von Ackerbau. Aber einige sind auch im Imperium verstreut. Sie sind zum Beispiel Viehdiebe und Taschendiebe. Und am besten kochen können sie Pasteten. Ja, sie sind eine Now. richtige Fleischpastete. Allerdings manchmal mit etwas fragwürdigen Rezepturen. Ja. Krieg erklären. Warum beenden? Die Schädelsammler existieren noch? Okay. By the comet. Wusste ich gar nicht. Schauen wir mal. Oh, der hat aber viele Fledermäuse. Und allerdings Silber. Durch die Eigenschaft von Vlad. Gut. Das werden wir dann mal selber spielen. Und damit versuchen die Halblinge zu retten. Ich glaube, das ist sogar eine Custom Map. Ich hoffe, die geht, sonst wird das Spiel gleich abkacken. Joa, es bleibt irgendwie schwarz. Ah, jetzt geht's endlich weiter. Ja, Vlad von Karstein ist nicht ganz ohne. Der hat auch sehr gute Fähigkeiten. Und hat zum Glück nur einmal Blutritter dabei. Und ein paar Skelette, ein Nekromanten. Sehen wir, was für eine Magielehre der hat. Sehen wir nicht. Dreimal Wahrgeist. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen mit unseren Schützen, dass die von denen nicht heimgesucht werden. Das könnte nämlich Probleme bringen. Aber unsere Infanterie ist hier sehr gut. Sie ist viel besser als seine. Das ist, glaube ich, unser großer Vorteil. Denn
Er hat hier nur Skelette als Infanterie. Dann kann ich sogar auch noch Skelette und ein paar Zombies. Die Fledermäuse könnten allerdings mehr als nervig werden. Sieht eher aus wie eine Map von den Waldelfen. Na, warum nicht? Was haben wir denn hier? Okay. Da kann man nicht so einfach rauf zu ihm. Aber ich denke mal, er wird sowieso eher uns angreifen als wir ihn. Da wir Schützen haben. Yes, sir. Und wir werden uns mal ein bisschen weiter nach hinten aufstellen, denn die Mörser sind so oder so in Reichweite. Das geht schon. Aber die Pistoliere, ich weiß nicht, ob wir die Gegner damit gut ärgern können, denn ich glaube, seine Flugeinheiten sind schneller als unsere Pistoliere. Oder? Weiß ich jetzt selber gerade nicht. Dann haben wir hier Aldwards Garde. So, viel verlieren wir auch noch. Yes, General! Und dann haben wir noch die Schützen. Yes, General! Missiles will fly! Ready for war! Gut. Starten wir mal und schauen wir mal. Sir! Es sind doch sehr viele Flugeinheiten. Oh, ich habe vergessen, die Schüsse zu blockieren. Ab nach innen. Oh, das war klar. Ja, die Infanterie könnt ihr euch angreifen, die können sich wehren. So ein wirres Durcheinander. Da kommen jetzt auch schon die Untoten. Pistoliere haben den Blenkler-Modus an. Die Mörser schießen überraschenderweise noch. Die anderen Pistoliere. Jeden ganz okay. Aber dann ärgert sie weiter, haltet sie in Schuss. Und hier brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Achso, das sind Bogenschützen, okay. Die fahren da ohne Banner, ich denke, hä? We are Sigma's heirs. Ja, gut. Ready to fire. Rückzug. Go! Sigma preserver!
give them! Ready for war! Endlich sind seine Flugeinheiten jetzt mal bald down. Crossbowmen! For the Emperor! Withdraw! Ach komm, sammelt euch. Yes, General! For Heldenhammer! Take aim! We obey! Spearmen! Quick march! I am supreme! Yep. I am master of Shamoth! Empire Marksman! Go! Habt euch wieder gesammelt, sehr gut. Sigma preserve us! Oh, jetzt weiter noch auf die. Oha. Schlag vom Karstein. Ich weiß nicht, ob wir uns mit dem anlegen können. Seine scheiß verpickten Blutritter hier. Brauchen wir Eldritch gerade gegen Flat noch mit. Find your targets! Weapons at the ready! Spearmen! Yes, my lord! Beware of the pistoliers! Conditions acceptable! Launch! Dachte ich mir, das macht nämlich nicht so viel Schaden. Flat vom Karstein. Deswegen werden wir hier ein bisschen nachhelfen. They'll never move again. Sigma command. By Dalmaraz! Crossbows ready, General! Spot us the target! Verdammte Blutritter. Ich habe immer noch einen Widerstandstrank in der Hinterhand. Ready to fire. Sigma, preserve us. Ready for war. Oh, nein. Abbruch. Verdammt. Klar, das verwundet. Die Schlacht ist vorbei. Lol. Das hier, jetzt leckt es Pyrosieg. Naja, so richtig Pyrosieg war das nun doch nicht. Oder? Schauen wir mal. Ach komm, ist doch kein Pyrosieg. Ja, die sind ja leider geflohen hier. Die anderen, die waren sehr nützlich, die anderen Pistoliere. Flat hat 40 Kills gemacht, seine Blutritter 112. Die sind erst sehr spät in die Schlacht gekommen, aber haben dann doch viele Kills gemacht. Oh, hier die Vagais haben 115 Kills gemacht. Auch nicht schlecht. Balthasar geht 40. Mörser 117. Nice. Oh, die Hilbardiere, die haben abgeräumt. Ja, aber meine Infanterie war auch besser als seine. Was er nur viel hatte, das waren seine Flugeinheiten. Die haben sehr genervt, aber irgendwie hat er sie nicht richtig einsetzen können oder er hat sie nicht richtig eingesetzt. Denn damit hätte er mehr auf meine Schützen gehen müssen. Und vor allen Dingen auch mal meine Mörser attackieren müssen, denn die konnten ja fast die ganze Zeit schießen. Und ja, das hat er nicht gemacht.
Deswegen hat er auch die Schlacht verloren jetzt. Ich war überrascht, wie gut sich Balthasar geht im Nahkampf geschlagen hat gegen Vlad. Also auch ohne Zauber hat er da noch ein bisschen mithalten können. Er hat sich dann aber meine beiden anderen Zauber rausgeholt, da war es dann auch für ihn aus. Na gut. Aber die Pistoliere waren sehr nützlich auf jeden Fall. Und auch Eldreds gerade, auch wenn sie nur 10 Kills gemacht haben, die waren hier doch als Elite-Reserve sehr nützlich. Genau wie die Schützen alle insgesamt auch sehr nützlich waren. Und das eine Belagerungsschlacht war, ist es jetzt zum Glück so, dass Vlads Armee zerstört und aufgelöst ist. Das ist immerhin etwas Gutes hat. Vlad von Karstein. Ja. Ich weiß nicht, ob sein Nekromanzer nützlich war, aber ich glaube nicht. Bei ihm ist alles im Arsch. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich brauche nämlich dringend mehr Gebäude. Was bringt der eigentlich noch? Ach so, minus 5 Nahkampfangriff. Aber nur Fliegeneinheiten. Ja, das haben wir gerade gemerkt. Und wir können es aber auch dem Kurfürsten von Stellan wiedergeben. Aber ich behalte das mal. Schwert des Blutbads. Nice. Das gebe ich irgendwann einen Kommandanten. Ja, und das ist natürlich geil. Das Schwert gebe ich irgendwann einen Kommandanten oder einen Helden. Wenn der Level 20 erreicht. Denn bald, dass er gilt, hat er hier die Runenklinge. Die ja sehr mächtig ist. Und ich glaube, nur dank dieser Runenklinge konnte er mithalten. Jetzt kann ich das nicht bauen. Wenn ich da so 5000 brauche. Oder ich baue erstmal eine Trinkstube. Dann hätte ich hier wieder ein bisschen öffentliche Ordnung. Ja, bauen wir erstmal die Trinkstube, wo jetzt fehlt mir wieder das Geld für die. Nee, die Kaserne ist ja schon im Bau. Gut. You summon me. Leider kein Level Up. Jetzt müssen wir erstmal hier bleiben und uns ein bisschen regenerieren. Ach, wir können ja noch einen Erlass reinhauen. Stimmt, ja. Und wo es so lange bald das Agil da ist, können wir eigentlich das machen.
Obwohl, der Mensch steuern wäre da eigentlich nützlicher. Naja, nun ist zu spät. Tja. Ja, die Fraktion von Karstein ist ein bisschen einfacher auszulöschen als die von Manfred. Manfred hat halt den Vorteil, dass er das Schloss Drakenhof hat. Ich habe übrigens eine Mod, die bestimmte Siedlungen verändert hat. Und jetzt greift er mich natürlich an, weil ich ein bisschen angeschlagen bin noch. Da sieht er jetzt eine Chance mit Idet Hellnich. Und er, beziehungsweise sie hat auch einen Nekromanten bei sich. Ich denke, das kriegen wir hin, also. Sollte kein Problem darstellen. Gut, auf zur zweiten Schlacht von Moodland. Für die Halblinge. Ah, wieder die gleiche Map. Nur jetzt sind wir auf der besseren Seite. Hätten nur einmal Wahrgeist, das heißt freie Bahn für meine Schützen, die werden wir hier gut ausspielen können. Und danach wird Balthasar geht dann wohl auch ein oder zwei Level steigen. Naja, eins wohl eher wahrscheinlicher, aber das braucht er auch. Gut. Dann lassen wir die Untoten mal kommen. Ich denke mal, das werden wir gut hinkriegen. Dann machen wir eine Schlachtlinie wie immer. So. Kann ich ja leider nicht hier vorne aufstellen. Nur die Bogenschützen könnte ich da wohl abnehmen. Auch nicht. Gut, dann die Mörser hier hin. Hier ist da. Eldritch Garde dahin. Ich werde die sicherheitshalber auch nochmal kopieren, man weiß ja nie. Und dann starten wir. Mal sehen, ob wir die Wahrgeist ein bisschen ändern können. Ärgern. Machen den Homo-Modus an. Ja, ich mag den Modus nicht so gerne, den Blinker-Modus, also. Es gibt wirklich Besseres als den Blinker-Modus.
bitte. Spielen unsere Schützen voll aus. Komm da, Zombies. Schon ein Regiment weniger. So, und er greift meine Infanterie an. Soll er, Mann. Ach, unterstützt sie. Gut. Dann buff ich sie. Ach, die haben gar keine Rüstung. Ups. Oder? Hätten die sonst Rüstung? Nur da steht ein Null. Ja, dann kommt man wieder raus da. Och, Zombies. Kümmer durch um sie. Ach, da ist Nekromant. Soldiers of the Empire! Yes, General! All ranks, fire! Okay, was war das? To battle! Fire, fire! Withdraw! Okay, Balthasar ist verwundet. Ich hab den Vampirlord doch ein bisschen unterschätzt. Gerade. Sigma! Armed and ready! No lingering! Was ist bei der Seite denn auf einmal draufgegangen? Ich hab das gar nicht mitbekommen. What the fuck? Oh, diese Wahrgeist. Zurückkommen. Endlich. Spot us the target. Der Besager ist jetzt ist er endlich down. Yes, General. Powder dry. Behold the silver. Ja, die können nicht schießen, weil der Vampirlord im Nahkampf ist. Dann erstmal auf andere. Schalten wir jetzt die Handlanger aus. Dann muss ich aber gleich einen Ersatz kommen und dann. Komm, so ein paar Zombies, das schafft ihr. Sigma, preserve us! Sir! Edwards gerade kämpft. Eigentlich irgendwie noch was. Take your targets!
Also hier ist irgendwie noch alles möglich. Ulrich, save us! Our orders? Take the ground! Oh, verdammt an den Kommand. Sir! Yes, General? Withdraw! Ja, ihr habt euch gesammelt. Okay. Yes, sir! No lingering! Moving now! Missiles will fly! For the Emperor! Pistoliers! Crossbows ready, General! Weapons ready! Yes, sir! Nur noch der Nekromant und die Vampirin. Können die doch noch schaffen. Sigma, preserve us! Sir, avoiding combat! The chance have abandoned us! Sigma! Na, kommt mal wieder her. Attack! Merkt schon, ich bin ja ein bisschen ruhiger, weil ich mich auch wirklich sehr auf diese beiden nervigen Spieler hier konzentrieren muss. Loaded, sir. Quick march! Prepare for combat! Da geht meine Mörser in Flammen auf. Als Vampiren hat man das nicht leicht. Reinlassen. Und weg da. Sigma, preserve us! Spearmen, understood! Sigma, guide our fire! Ready to fire! Was habt ihr vor? Ihr habt doch noch Munition. Quick march! Spot us the target! Meine ganze Infanterie geht drauf. The Empire endures! Sigma commands! Conditions acceptable! Mortar! The rest will fall away! No lingering! Ihr bleibt da. Yes, sir! Take the ground! Withdraw! The gods have abandoned us! Run! Crossbowmen! For the Emperor! Take aim! Jetzt haben wir sie aber. Jetzt ist sie umzingelt. Loaded, sir! Awaiting orders! Quick march! Oh, ich noch. By the gods, keep clear! Ready for war! Sigma, preservers! Conditions acceptable! Keine Munition mehr. Auch hier hat man Munition. We serve the Emperor! Und ihr? We are Sigma's Heirs! Oh, Munition, gut. Puh, hier bleibt ja nichts übrig. Armed and ready. Ready for war. Stormers to their own. Take aim. Ulrich's team. Crossbowmen. Wieso gehen die in den Nahkampf? Das verstehe ich nicht. Quick march! Withdraw! Ready to engage! Taking position!
Formation! March! Shoot! Ja, genau auf die Mörsermannschaften. Nichts wie weg. Armed and ready! Command Artillery! Missiles will fly! Ready for war! Boah, jetzt stepp doch mal. Endlich. Nein. Oh. Was für ein Massaker, meine Fresse. Ja, bald das Ergebnis leider verwundet, aber nicht lange, da er ja den Trade von Flat bekommen hat. Immerhin etwas Gutes. Und Edwards gerade hat sich sehr gut geschlagen. Aber auch die Hellebardiere. Und die Schützen haben auch einen sehr guten Job gemacht. Die Mörser haben auch am meisten Kills gemacht. Mal wieder 167. Wovon ich ja die Mannschaft noch retten konnte. Ja, die Vampir-Kommandantin, die hat natürlich die meisten Kills gemacht. 154. Auch die Wargeist waren auch wirklich mehr als nervig. Gut, jetzt ist unsere Aufgabe natürlich erstmal das Moodland zu halten. Was ein bisschen schwierig ist, da wir dort nichts ausbilden können. Aber nun denn. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht stellen wir eine zweite Armee auf. Wofür wir eigentlich das Geld nicht haben, aber das wäre noch eine Möglichkeit. Gut, ansonsten eben globale Rekrutierung, aber global ist immer teurer. Das ist nun mal leider so. Und dafür haben wir das Geld eigentlich nicht. Wohlbemerkt eigentlich. Denn wir brauchen das Geld eigentlich für unsere Gebäude. Und ich könnte es jetzt noch Stairland eigentlich wiedergeben, aber eigentlich auch nicht, denn die Option bleibt mir ja nicht. Denn wenn ich jetzt entscheiden könnte, ob ich es jetzt Stairland wiedergeben möchte, dann würde ich das jetzt tun. Aber es geht leider nicht. Zumindest nicht mehr. Schwarzhafen hat jetzt allerdings auch keine Armeen mehr. Naja.
bisschen Infanterie bleibt uns ja. Och nö. Also zieh sie zurück. Gott sei Dank. Ja, es geht unser Geld gleich leider erstmal drauf für einen neuen Kommandanten. Und Stirland hat jetzt mit Tempelhof einen Charakterumkrieg. Okay. Und der Rotaugenstamm hat jetzt Krieg mit Osmark und Ostland. Der Rotaugenstamm ist übrigens bei Karak-Ungur. Siehst ihr, ich kann ihn schon wieder einsetzen. Bei Karak-Ungur ja im Weltrandgebirge und. Do not waste my attention. Gesuch des Halblings. Die Petition des Mutlandes, ja. Der Älteste von Mutland wünscht eine Audienz mit dem Imperator. Er bittet darum, Kämpfer zur östlichen Grenze zu schicken, um diese vor dem benachbarten Sylvanier zu schützen. Die Halblinge machen sich Sorgen um von Karsteins Absichten. Lass sie viel Kuchen essen. Ja, das kommt uns natürlich gelegen. Die Kommandanten haben wir getötet, ja, verwundet aber irgendwie auch nicht. Er ist nämlich wieder da. Das ist der Vorteil, wenn man sich mit Vlad von Karstein vorher angelegt hat. Links haben wir jetzt auch nur noch 15 Regimenter und nicht mehr 18. Wir können hier lokal einige Spätrieger hinzuziehen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ja, machen wir das so. So, hier noch eine Runde. Dann kann ich mir auch einen Hauptmann mal holen. Und ja. Let us begin. Gut, dann bedanke ich mich auch zu dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.